Hallo, ich bin's wieder, euer Tute. Zu einem neuen Video von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Soweit ich gehört habe, ist jetzt ja auch das Update draußen, seit Montag oder Dienstag bereits, mit der Drehleiter. Also die gab es natürlich auch schon davor, aber seit dem Update hat sie auch dann wirklich einen Nutzen. Ich gehe mal da hinten Achtung, lang. Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für ELW, LF24. DLK 2312, TLF 1, RTW 1. Auf geht's. Unser Kollege steigt gerade ein. Wir fahren die Drehleiter. Und wir sind auf der Anfahrt zum Einsatzort. Starten den Motor. Starten das Blaulicht erst noch nicht. Erst wenn die Kollegen das dann auch machen. In Zürich gerade noch genau Heckwarnlicht. Gab's ja noch. Gleich sind wir da. Es brennt wieder im Supermarkt. Wir müssen ausweichen auf die Nachbarspur, dass wir noch in diesen Einsatzbereich reinkommen. Mission starten und aussteigen. Warum haben wir immer Atemschutz an? Den brauchen wir doch gar nicht. Vor allem jetzt Maschinist. Haben wir auch irgendwas zu tun? Das ist bestimmt wieder der Fehlalarm, der eigentlich jedes Mal vorkommt. Ich laufe mal mit hinterher. Wir haben ja eh nichts zu tun. Den hatten wir schon mal, die BMA hier. Und da war ja einfach nur Fehlalarm. Es wäre auch mal interessant, wenn das kein Fehlalarm wäre. Aber es sieht schon danach aus, weil hier nichts verraucht ist. Aber wer weiß. Okay, das war ein Fehlalarm. Ich würde sagen, ich fahre zurück und wir sehen uns beim nächsten Einsatz wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wieder ein Meldealarm. Mal gucken, ob er wieder im Supermarkt ist. Und ich würde sagen, da wir schnell runtergehen müssen, habe ich gerade was entdeckt. Brandschutz. Und zwar das da. Brandmeldeanlage. Einsatz für ELW LF24 DLK 2312 TLF 1. Genau, da kommen wir natürlich durch die Wand raus. Vor allen anderen Kollegen sind wir da. Ich glaube, es geht los. Ja, rammt er mal kurz weg, nicht?
Oh, diesmal nicht in dem Supermarkt, in einem anderen. Jetzt, oh Gott, das wird, ist das eng. Muss mir gerade mal Platz verschaffen, als Drehleiter braucht hier immer ein bisschen Platz, um meine Stützen auszufahren, falls es denn dazu kommen sollte. Ich würde sagen, los geht's. Wir ziehen unseren Atemschutz wieder aus. Wow, das reflektiert, schaut mal. Das ist hell. Soll ich mitgehen? Ich glaube, ich gehe mit. Wieder ein Fehlalarm. Ach, schade. Kein Feuer zu sehen. Ich glaube, immer 90%, also in echt auch, der Brandmeldeanlagen sind Fehlalarme, wenn ich mich nicht täusche. Im Spiel aktuell 100%. Ich habe noch keine BMA gesehen, keine Brandmeldeanlage, die dann wirklich ein Einsatz war. Nur Fehlalarm. Ja, geht's jetzt los oder wie sieht's aus? Kann ich jetzt? Ich möchte gerne. Hallo. Ich bin einer dieser schönen Fehler. Ach, irgendwas ist nicht bereit, so wie es aussieht. Was fehlt denn noch? Die sind doch... Es folgt mir halt keiner. Ist das denn so schlimm? Ah, okay. 1, 4, 2. Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Tut doch. Naja, oder tut nicht. Ups, ich möchte, werde hupen. 1, 1, 2. Sollen wir doch auf links abbiegen, gerade eben stand doch rechts dran. Wisst ihr, was ich drehe hier? Ist ja eh nichts los. Da drüben stehen die Kollegen. Holen wir gleich ab. Eins nach dem anderen. Und
Das dauert seine Zeit. Dankeschön. Hier aber spät hoch die Leiter. Da wären wir fast dagegen gefahren. Schranke, nicht Leiter. Ich bin schon sehr müde, merkt ihr das? Licht aus, Motor aus, aussteigen. 1, 2, 6. Die fahren jetzt außen rum. Habe ich auch nichts gegen. Und ich muss ja gleich nochmal eine Runde fahren, um unsere Drehleiter abzuholen. War ein Rücklicht, Kollege. Geht doch. Probier's wieder rückwärts. Mal schauen, ob es passt. Bisschen eng auf meiner Seite. Es geht sogar. Wir sind gerade noch. Dann könnt ihr auch aussteigen. 1, 3. Nee. Ich glaube, die kriegen das alleine hin. Die hier nicht. Fast Mitternacht. In echt und im Spiel. So macht man das nämlich. Einmal schnell um die Kurve fahren. Spart Zeit und Nerven. Ich hoffe, die Kollegen sind nicht stecken geblieben und sind auch auf dem Weg. Ah, da kommen sie gerade. Wenn die kein Grün haben, könnten wir als nächste Grün haben. Unser Nachbar schläft auch gleich ein. Klickt aber schon zusammen in seinem Kopf. So, wieder rückwärts probieren. Das wirklich klappt. Ich bin mir da nicht so sicher. Man sieht halt nichts im Spiegel. Das macht es nicht leichter. Ja, wieder ein bisschen weit nach links, aber... Da wurde ein bisschen weit nach hinten gefahren auch. Aber sonst kann man das so lassen. Sehr gut. Bin stolz auf mich. Aussteigen.
Im nächsten Video werden wir die Drehleiter mal ausfahren und in Action sehen, wenn auch nur als Übung auf dem Hof, wenn wir keinen Einsatz bekommen, der dafür geeignet ist. Genau. Da freue ich mich schon drauf. Und dann können wir auch den Wechsellader mal austesten und jedes Fahrzeug werde ich euch vorstellen, demnächst, dass ihr wisst, was das macht, wohin das, zu welchem Einsatz das normalerweise fährt, wer da alles drauf sitzt und so. Und dann würde ich sagen, wenn euch das interessiert, dann lasst auch ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Vielen Dank an alle über 312 Leute, die jetzt meinen Kanal abonniert haben. Aktuell, es werden ja dauernd mehr. Kann man gar nicht in Echtzeit immer aktuell haben. Stimmt alle 10 Minuten schon nicht mehr die Zahl. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die ganzen Likes und Kommentare. Freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.